Ja, hallo zusammen bei 360 Grad an einem ganz besonderen Tag hier in Bad Wimpfen. Nicht nur, weil es schneit, sondern weil wir uns ganz und gar dem Fasching verschrieben haben. Auch in einem Jahr, in dem es eigentlich gar keinen Fasching gibt. Aber was das trotzdem für Möglichkeiten bietet, das schauen wir uns jetzt mal an. So, und jetzt sind wir hier, wo alles losgeht mit dem Umzug mit Marion Remmele von den Morschbach-Deifeln. Im Schnee habt ihr auch noch keinen Umzug gemacht, oder? Also zumindest nicht in Bad Wimpfen, ja. Also das ist sehr ungewohnt hier. Es ist alles so leer. Normalerweise würden hier jetzt 3000 Leute stehen und darauf warten, dass es losgeht. Ja, wir halten Abstand, deswegen auch ohne Masken, obwohl ja auch eine schöne Maske von den Morschbach-Deifeln gibt. Ja, die kommt nachher noch zum Einsatz. Die kommt nachher noch zum Einsatz. Wunderbar. Und wir zeigen immer wieder ein paar wunderbare Sequenzen. Wir wollen ja zeigen, wie war der Fasching in den vergangenen Jahren. Da haben wir tolle Archivaufnahmen, was hier in Bad Wimpfen los war, stellvertretend für die vielen Faschingsaktivitäten. Ja, die Morschbach-Deifeln, was zeichnet die aus? Seit wann gibt es euch? Was macht ihr denn eigentlich? Also uns gibt es seit 2000. Wir sind eine Guggenmusik, die Guggenmusik von Bad Wimpfen. Deswegen wäre das auch unser Heimumzug. Und schön, dass du dich auch entsprechend in Montur geworfen hast. Sind das Flammen oder was symbolisiert jetzt hier das Outfit? Genau, also das sind die Flammen. Sieht man hier unten an der Hose wahrscheinlich besser. Hier haben wir noch unseren Dreizack, der für den Deifel steht. Und normalerweise unser Outfit oder unser Markenzeichen ist das rote Gesicht mit den schwarzen Tribals. Das habe ich jetzt heute aber weggelassen. Wird einem auch so warm ums Herz. Und das wird es uns jetzt wahrscheinlich auch, wenn wir auf dem Weg sind zur nächsten Station. Denn den Umzug in Wimpfen, das macht ja auch immer die besondere Atmosphäre in der Altstadt aus. Und wir gehen jetzt mal zum Bahnhof, denn das ist auch eine ganz besondere Location. So, jetzt haben wir schon mal die erste Station erreicht und können wir uns mal stärken mit natürlich alkoholfreiem Punsch hier bei diesen Temperaturen. Der Umzug in Wimpfen, ja, was ganz Besonderes. Mehr als 100 Gruppen, leider und Beteiligte, 2 Kilometer lang ist er. Was ist für euch das Besondere von dem Morschbach-Deifel? Also das Besondere ist, dass es unser Heimatumzug ist. Und hier immer wahnsinnig viel los ist. Das Tollste ist natürlich, dass die Leute hier richtig gut mitmachen und Spaß haben. Jetzt natürlich gerade hier am Bahnhof, da kommen ja auch viele an. Jetzt fällt das alles aus dieses Jahr. Wie bleibt ihr in Kontakt mit euren Mitgliedern, mit euren Fans, mit wem auch immer? Ja, also wir haben unsere WhatsApp-Gruppe zum einen. Da schreiben wir uns natürlich regelmäßig. Dann haben wir Zoom-Meetings einmal in der Woche. Da treffen wir uns dann online. Ansonsten gibt es natürlich diese Throwbacks auf Instagram und Facebook. Das ist für unsere Fans, für unsere Follower, aber natürlich auch für uns selber. Und es gibt ja jetzt den Podcast der Morschbach-Deifel. Ja. Da können wir natürlich auch mal ein paar Ausschnitte zeigen. Was ist denn das Besondere an eurem Podcast? Ja, unser Podcast, der heißt Was zum Deifel. Und da kommt wöchentlich ein neuer Interviewgast. Und man plaudert dann einfach über Fasching. Letzte Woche war da auch so ein Special Guest. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Aber ansonsten ist eigentlich toll, der Podcast. Und was noch toll ist bei einem Umzug hier in Wimpfen, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. So, jetzt sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen durch die Altstadt hier. Und wenn man sich die Archivbilder anschaut und sieht die Menschenmassen, die da am Rande sind, was macht das mit einem, wenn man hier durchläuft? Ja, das ist fantastisch, dieses Feeling. Die Musik überall, die jubelnde Leute, die tanzende Leute. Was macht ihr denn jetzt noch? Wir haben noch ein paar Tage im Prinzip hier in dieser Faschingskampagne. Gibt es noch eine Aktion, die ihr macht in den nächsten Tagen? Ja, tatsächlich. Also wir haben vor, wir machen ja dieses Zoom-Meeting immer für unsere Mitglieder. Und am Rosenmontag würden wir das öffentlich machen, öffentlich streamen. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann uns zuschauen oder auch sich anmelden, dass er in das Zoom-Meeting reingeholt werden kann. Und ganz toll wäre es natürlich. Bisschen kostümiert, oder? Ja, das wäre natürlich eine super. Wie geht es denn weiter mit dem Fasching? Wie sieht denn dein Blick nach vorne aus für die Zukunft? Nicht so gut? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich persönlich, dass der Fasching, so wie er mal war, nicht mehr stattfinden wird. Wahrscheinlich schon allein auflagemäßig, Maßnahmen etc., was die meisten gar nicht einhalten können. Und es wird ja auch den Flair kaputt machen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich mich irre. Das wäre schön, wenn du dich irren würdest. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und du hast uns noch was mitgebracht zum Abschluss. Ja, also ich habe ja hier unsere Maske. Die ist selbst gemacht, selbst bedruckt. Wenn es so kalt ist in Zukunft wie heute,
dann ist es auch ein Kälteschutz. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und bevor wir zu den Wochenthemen kommen, ganz einfach Wimpfen Hellau. Danke. Wimpfen Hellau. So, jetzt haben wir viel erlebt und gehört, was den Fasching in Bad Wimpfen ausmacht, in der Region insgesamt ausmacht. Und wir hoffen mal, dass sich die ganz düsteren Prognosen nicht bewahrheiten, sondern dass man den Fasching auch in seiner originären Form auch in den nächsten Jahren wieder feiern kann. Das wäre doch mal eine positive Nachricht. Und so viele positive Nachrichten gibt es ja in diesen Tagen fürwahr nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, was sich wieder in den vergangenen Tagen abgespielt hat in Sachen Corona. Das hat schon für viel Frustration gesorgt. Beispielsweise der Impfbrief von Minister Lucha. Ja, da bekommt jeder Baden-Württemberger diesen Brief und da steht oben schön drin, Stuttgart im Januar ankommen, wird der Brief dann Mitte Februar, Anfang Mitte Februar. Und die Ministerien sagen einfach, ja, das dauert halt 4 bis 5 Wochen, bis so ein Brief dann tatsächlich in alle Haushalte hineinkommt. Kommen kann. Da kann man nur noch den Kopf schütteln über dieses Krisenmanagement. Vor allen Dingen deshalb auch, weil die Inhalte dieses Briefes schon gar nicht mehr aktuell sind. Ja, man merkt einfach, viele Unternehmen mussten in dieser Krise von heute auf morgen auf Krisenmodus umschalten. Viele in der Verwaltung haben das nicht geschafft und das ist sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen werden die Menschen auch immer mehr frustriert. Ebenso natürlich, weil sich in Sachen Lockerungen so gar nichts tut. Nicht einmal ein kleiner Silberstreif am Horizont erkennbar ist. Und da muss man wirklich aufpassen, das merken wir ja auch bei der Landtagswahl, dass die Stimmung nicht irgendwann kippt. Und nicht nur in Sachen Lockerung tut sich ja relativ wenig, sondern auch in den Innenstädten. Und das merkt man entsprechend auch, dass die nach wie vor leer bleiben, dass Handel und Gastronomie unter dieser Last förmlich zusammenbrechen, dass sie keine Wiederöffnungschancen mehr sehen und ihnen natürlich auch die Fälle so nach und nach davon schwimmen. Es braucht also jetzt wirklich ein paar Signale der Zuversicht. Das haben wir zum Beispiel im Graichgau, denn wir feiern nächstes Jahr 20 Jahre Graichgau-Stimme. Auch sehr, sehr interessant natürlich. Vor 2 Jahrzehnten wurde dieses Projekt gestartet, eine erfolgreiche Lokalzeitung auf den Markt gebracht. Und natürlich kann man nicht feiern in diesen Corona-Zeiten. Wir werden auch hier in Eppingen und Bad Rappenau nächste Woche passenderweise am Aschermittwoch einen kleinen Spaziergang unternehmen, um einfach ein bisschen auch vor Ort präsent zu sein. Denn, wie gesagt, es braucht auch ein paar positive Nachrichten in diesen Zeiten. Dieses Jubiläum ist eins und eine positive Nachricht wird sicherlich sein, der nächste Fasching wird ganz anders als der Fasching in diesem Jahr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und zum Wohl.